Der Martin Brotmann. Kennst du nicht? Brotmann. Der Pharmakonzern. Die sind dick im Geschäft mit so einer Fettwegpille. Die habe ich auch schon mal probiert, aber es war gleich nichts mit Wespenbauch. Entschuldigen Sie die Störung. Aber könnten Sie mir nicht bitte den Tresor auftun? Die Dame da hinten braucht nämlich dringend Hilfe, sonst stirbt der afrikanische Sandwurm aus. Excuse, ich bin aufgehalten worden. Ja, das macht überhaupt nichts. Oh, herzlichen Dank. Ich kann später vielleicht dann nochmal etwas gehen. Da wird sich der Sandwurm freuen. Ja. Der Hund ist mir einfach davon gerannt. Ich habe nichts dafür. Wenn ich ihn nicht auffangen hätte. Dann? Ich meine ja nur, wissen Sie, was mich der Schaden kostet? Das kann ich nie im Leben zahlen. Nicht Sie ja nicht. Wenn Sie Ihre Versicherung nicht zahlt, verklagen Sie den Autofahrer wegen Nichtbeherrschung des Fahrzeuges. Viel Glück. Ja, und beim gemeinen Sandwurm ist es ja so, dass der ein Zwitterwesen ist, also so ein Hermaphrodit. Und bei diesem afrikanischen Sandwurm ist es eben so, dass der kein Zwitterwesen ist. Also gibt es Männchen und Weibchen und die weibliche Population stirbt aus. Also weil die sich offensichtlich durch den Sand frisst und dieser Sand nicht kompatibel ist mit dem Magen, dann haben die männlichen... Unglaublich, was sie denn für Gugus erzählt. Und die glauben alles. Und das waren jetzt ja 1.000 Franken für den kleinen süßen Sandwurm und die anderen 1.000 hatten sie ja gedacht für das Jagdschloss von der Kaiserin Sissi, nicht wahr? Das ist kein Gugus. Und das ist genial. Eben als die verdient das Vermögen mit der Vertretung vom Sandwurm. Für ihr eigenes. Und bald für Mini. Was? Ich muss mir etwas einfallen lassen, ich werde aber Konkurs anmelden. Lisa? Grüezi. Ich würde gerne etwas dafür tun, dass sich die Wüste in Afrika nicht noch mehr ausbreitet. Das ist aber schön. Ja, kommen Sie doch bitte rein. Bitte. Ja, mit welcher Summe möchten Sie sich denn da in Afrika engagieren? Ich interessiere mich aber auch noch für Ihre Stiftung, die das Jagdschloss von der Kaiserin Sissi renoviert. Oder für die Ausbeutung von dieser Goldader im Kaukasus. Aber es spielt gar keine Rolle, für was ich Ihnen mein Geld gebe. Es landet ja sowieso alles auf dem gleichen Konto. Was behaupten Sie da? Ich habe alles gesehen. Ausweis, Broschüren, Einzahlungsschein. Sind Sie bei mir eingebrochen? Tja, ich rufe die Polizei. Dann kann ich Sie ja gerade anzeigen wegen gewerbsmäßigem Betrug. Also Betrug ist doch jetzt wirklich ein bisschen ein starkes Wort, oder? Ich glaube, Sie begreifen nicht so richtig, was ich anbiete. Wer Millionen verdient, erbt oder gewinnt, der bekommt doch eine Sache gleich gratis dazu. Und das ist ein schlechtes Gewissen. Und da kann ich abhelfen. Indem ich reichen Mitmenschen das Gefühl gebe, mit einem ganz kleinen bisschen von ihrem Geld ganz, ganz viel Gutes zu tun. Und schon können sie wieder ruhig schlafen. Und ich auch. Ich kann Ihnen verraten, ein guter Psychiater wird auf die Dauer das Doppelte kosten. Meinen Sie das verhebt vor Gericht? Wollen Sie mich erpressen? Mehr motivieren. Motivieren, bei einem Hotelgast Geld zu holen, das er mir schuldet. Aber wirklich schuldet. Bei wem, wenn ich fragen darf? Bei einem gewissen Martin Brotmann. Oh la la. Der ist aber eine Nummer zu groß für Sie. An den kommt man nicht so leicht ran. Ja, dann muss ich halt gleich... Nee, Moment. Okay, ich zeig Ihnen, wie man die Sache anschiebt.
Aber durchziehen müssen Sie selber. Ich? Aha. Willst du das wirklich durchziehen? Ich bin zwar nicht der Sultan von Brunei, aber ich kann da gerne etwas pumpen. Und mit einem günstigen Kleinkredit... Vergiss es! Der Brotmann, der soll jetzt das zahlen. Dann sag ihm's doch. Hab ich ja gemacht. Kannst du mir jetzt nicht helfen? Bitte, 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 bitte. Das kann ich nie tun als Lady von Welt. Voll Marilyn Monroe-mässig. Habe ich für den 40er von meinem Ex-Freund gekauft. 10 Monate später hat er mich hoch gelassen. Oh. Ich kriege etwas wie Catherine Zeta-Jones. Oder mehr so richtig Jennifer Lopez. Weißt du was? Wir fühlen uns jetzt einfach mal. Sarah Simon, guten Morgen. Sie kann gleich nicht das Telefon hoch. Kann er etwas ausrichten? Sag es ihr. Du machst ihm so nicht mehr, natürlich. Was ist los? Bist du Mutter Teresa? Ja, er ist in diesen Sachen nicht so der Geschickte. Dann soll er es gefälligst lehren. Vergiss es, ich kümmere mich darum. Schließlich ist das Hotel immer noch in die Schule. Und? Wie sehe ich aus? Wie eine umwerfend schöne Frau. Und jetzt haben gerade das erste Verbrechen von ihrem Leben begangen. Wer reiche Leute um ein paar tausend Stutz erleichtert, erleichtert auch ihr Gewissen. Wieso bist du eigentlich Mech geworden? Was ist das für eine Scheissfrau? Warum bist du Mech geworden? Ja, um coole Frauen kennenlernen. Good morning. Sind Sie Herr Roth? I've come here to collect your washing. Ich bin hier, Ihre Wäsche abzuholen. Okay, für den Anfang geht es durch. Wir gehen jetzt mal zusammen zur Bank. Aber ich bin total pleite. Genau deshalb. So, ich eröffne Ihnen jetzt eine Rubrik auf meinem Konto. Die Nummer kennen Sie ja schon von meinem Einzahlungsschein. Hilfswerk heißt HSH. HSH? Helfen Sie helfen. Hat noch nie gehört. Ja, eben. Ja, aber wer spendet schon fürs Hilfswerk, das niemand kann? Das sind Leuten doch völlig egal. Die Reichen kennen zwar den Namen des angesagtesten Shiatsu-Therapeuten, aber ganz bestimmt nicht den von einem Hilfswerk. Wie heißt ihr es noch gleich? HSH, helfen Sie helfen. Ganz genau. Ab sofort heißen Sie René de Stutz. René? Ja, René wie René, muss das sein? Ja, oder Naomi, oder Giselle, oder Angelina. Angelina, Angelina ist schön. Ja, was auch immer. Hauptsache ein falscher Name mit ein bisschen Glamour. Sie kommen aus einer sehr reichen Westschweizer Familie, sind wohlhabend geschieden und wollen den Leuten ein bisschen von dem Glück zurückgeben, was sie selbst geschenkt bekommen haben. Das kommt immer gut. Sobald Sie Brotmann etwas kennengelernt haben, quasseln Sie ihm den Kopf voll. Tränen können nie schaden, bis er Ihnen zeigen will, wie dick sein Geldbeutel ist. Dann zücken Sie einen Einzahlungsschein, et voilà. Sobald das Geld auf Ihrem Konto ist, heben Sie es ab und lassen sich hier nie wieder blicken. Ja, aber das ist schwierig. Ich wohne da in der Gasse. Ja, Sie dürfen einfach nie wieder ins Parkhotel Fitznau. Auf der Straße kennt Sie ja eh keine Sau. Hey, Lisa! Man weiß nicht,